Haben Sie trotz der jüngsten Dopingfälle noch Interesse am Radsport? Nein, absolut nicht. Der Sport wäre so toll, aber durch die Dopingfälle ist es für mich uninteressant. Ja, muss man erst einmal entscheiden. Fahrradsport weitermachen oder aufhören. Ne? Das ist Doping, dopt alle. Welcher nicht dopt, kann nicht in den Berg hochkommen, oder? Hat schon mehrere italienische und weiß ich nicht, was für Fahrer gesagt hat. Das ist klar. Ja, nicht mehr viel. Sie sollen die Doping freigeben. Dann kann jeder machen, was er will. Und wenn er vom Fahrrad fällt, ist er selbst schuld. Ja, ich bin selber Profi-Radfahrer so aus Herzen und so, aber durch den Profisport bin ich enttäuscht und ich halte nichts mehr davon. Und da die Jüngsten, er war so ein Verfechter von dem Doping, hat gesagt, das ist alles Blödsinn und so und er ist der reinste überhaupt und jetzt da zwei Monate später, nach der Tour de France, nach dem Erfolg hört man, was dann wirklich gelaufen ist. Und das enttäuscht mich schon und das hat mir einen Stich gegeben. Und ich glaube jetzt da überhaupt nicht mehr am Radsport, nur mehr das, was ich tue.